wir da. Kein Wunder. Thank you.
sind wir da. Kein Wunder. Thank you.
Habe ich auch gehört, ja. Seltene Arten, die Tropo vorkommen. Da kommen noch dann die seltenen Arten. Ja. Ich glaube, die Nicolin war die erste Tafel. Ich habe schon fertig gemacht. Kann die Bienenmädchen, da kannst du mal sehen. Und dann Singvögel, die selten vorkommen oder selten auftauchen. Und jetzt haben wir noch die letzte Tafel, die sind die Isabellvögel. Verschiedene Varianten für Nicoroides und Isabellinus. Jungvogel, Flugwild, Glanzkrähe. Hat auch in Irland und in Holland, glaube ich, vorkommen mittlerweile. Ich weiß nicht, wer die hier mitgeschleppt hat. Ja, nein, so wie die europäischen Vögel irgendwo auf der Welt verbreitet wurden. Also genauso die bei denen. Wenn ich jetzt das, ich werde einige Stellen betonen, und wenn ich diese, das Dunkle und die Schatten bei meinen Früchten hier und die Rinde fertig kriege, dann wird da die noch weiter rauskommen. Ich kann mich nicht eigentlich als Aquarellist bezeichnen. Aber die sind eigentlich, die machen das Papier richtig feucht. Ich mache sowas nie. Ich arbeite immer auf trockenem Papier. Kein typischer Aquarellist. Aber es gibt auch diese Technik, die sagt man Dry Brush im trockenen Pinsel. Das ist was zu mir passt eigentlich. Ich habe das gesehen, was in Israel war. Die meisten haben Aquarell gearbeitet. Und ich habe so gesehen, wie die das gemacht haben. Die haben einen kleinen Schwamm, richtig gestreckt. Das kleines Wasser nachhalten. Nee, nee. So viel Wasser, glaube ich. Brauchen die nicht. Kannst du nicht mehr malen.
aber du.